Guten Abend, ihr Hübschen. Wir haben ein minimales XXL-Unboxing. Ich habe nur die Umverpackung entfernt, weil so wie das verpackt war, hätte das ewig gedauert. Aber ich habe hier 1, 2, 3 Kartons liegen. Solche Kartons. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir gehen gucken, was ist drin. Und das machen wir. Und ihr glaubt mir ja nicht, ne? Also. 1, 2, 3. Hier liegen 3 Diamond Painting Kartons. Und wir werden gleich in aller Ruhe mal gucken, was ist das Motiv? Sind die Steinchen vollständig? Was für eine Steinchenform haben wir da? Wie fasst sich das an? Das Ganze ist eine ganz kleine neue Firma auf dem Markt. Und ich erzähle euch gleich dann nach dem Intro was zu. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Fangen wir an. Also, das ist eine ganz kleine Firma, die hat mich angefragt vor exakt 7 Tagen, ob ich Lust hätte auf diese Kooperation mit Unboxing und ja, und ich sag dann, klar, weil warum nicht? Gesagt, klar, gerne, machen wir. Und er meinte so, ob ich eine bestimmte Motivwahl hätte. Ich sag, nein, warum auch nicht? Suchen Sie einfach aus, ist okay. Und er hat auch nicht gesagt, wie viele kommen oder was, sondern er meinte nur, okay, ich schicke dir ein Bild mit dem Päckchen und dann schicke ich das los. So, das klingelte eben. Wir haben jetzt den 17.09. Freitag, 18.05 Uhr. Und die sind exakt 10 Minuten da. Die kamen mit Hermes. Und ich habe mich schon gewundert, wieso ist das Päckchen so groß? Ja, und dann habe ich diese Umverpackung rausgenommen und war schockiert, dass da 3 Stück drin liegen. 3 Stück. Und dann habe ich klar reingeguckt, weil ich wissen wollte, was ist das Motiv? Man muss ja vorher wissen, was man euch erzählt. Und war dann noch mehr schockiert. Wir haben einmal Strass, wir haben einmal, also ein Strassrundbild, ein Strassbild komplett. Wir haben eins mit runden Steinen, wir haben eins mit eckigen Steinen. So, ich habe noch nichts weiter gemacht, außer diese Verpackung halt entfernt. Wir werden da jetzt gemeinsam reingucken. Wir fangen mit dem Strassbild an und werden dann mal gucken, wie sind die Steinchen, wie sehen die aus, wie ist die Klebekraft, wie fühlt sich die Leinwand an. Was haltet ihr davon? Also, machen wir mal aus. Das wäre das Strassbild. Ich habe mir das markiert, damit ich dann halt im Regal finde, was Sache ist. Gut, packen wir mal aus. Wir haben hier also einmal ein Standard-Toolkit, ein weißes Schiffchen, eine große Wachsplatte, einen Dreieraufsetzer ungefähr hier, einen Neuneraufsetzer und einen Stift. Keine Tütchen dabei. Das erklärt sich gleich von selbst. So, dann holen wir mal raus. Also, wie gesagt, ich habe nur die Umverpackung von den Leinwänden entfernt, weil ich selber neugierig war, nicht, dass ich mich dann... Die Leinwand fühlt sich etwas rau an, aber mit Stoff bezogen und... Oh, ja, sie hat dann hier halt diese, ne? Das Ganze ist von Haikong. Haikong, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und das Motiv im Strass ist 40x50. Warte, das seht ihr gar nicht. 40x50 groß. Und das Ganze ist, ich weiß gar nicht, seht ihr das? Man erkennt schon, hier ist Thaddäus, hier ist Patrick. Jetzt ärgert mich das Kamerastativ, aber gut, machen wir mal weiter. Es ist SpongeBob. SpongeBob und seine Freunde. Und zwar in Strass, in Vollstrass. Und oh my goodness, ich meine, guckt euch das doch mal an. Also, da soll mir nochmal einer sagen, dass das Blödsinn ist. Wir nehmen mal die Steine auf Seite. Die legen wir nach da. Hier haben wir dieses Eichhörnchen unter Wasser mit der Kugel und SpongeBob und Thaddäus und Patrick. Ich weiß nicht, wer das ist. Gary! Gary die Schnecke. Dann haben wir hier Plankton und Mr. Krabs. Ich kann euch gleich sagen, das Motiv wird immer das gleiche sein, aber das ist Strass. Die Leinwand glitzert leicht, wenn man das mal sieht. Ich denke, ihr seht es. Wir haben hier 40 Farben. 40 Farben. Ich stelle euch mal mit. Hoffentlich wird euch jetzt nicht schlecht, meine Lieben.
Aber wir müssen mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ich habe schon ewig kein Unboxing mehr gedreht, fällt mir gerade auf. So, die Leinwand, wie gesagt, fässt sich samtig an. Sie glitzert und die Klebekraft ist. Die Klebekraft ist genial. Habt ihr jetzt gar nicht. Aber guckt euch mal diesen Druck an, der ist unfassbar klar. Unfassbar genial. So, wir haben hier also Strasssteinchen. Na? Und wie ihr schon erkennen könnt, die sind vorab gepackt. Wir gucken jetzt aber mal spaßhalber rein, wie die Qualität so ist. Ich fange jetzt heute nicht an, das würde den Rahmen sprengen. Was ich jetzt mache, ist einmal mit euch umpacken, kontrollieren, ob die Steine alle da sind. Da fehlt mir noch was zu. Einen Moment. Ich bin echt nicht vorbereitet, Leute. Das hat mich jetzt so völlig überrascht. Also müssen wir mal kurz durch die Wohnung laufen, weil wir brauchen einen Gefrierbeutel. Ich habe das ja so, dass ich die Steinchen getrennt lager von den Bildern. Nicht, weil, einfach weil es lagertechnisch nicht besser ist. Und ja, mein Stuhl knarzt, der ist halt auch alt. Mein Gott, der ist jetzt 5, 6 Jahre alt. Lass den knarzen. Und ja, dementsprechend habe ich die dann halt über die Jahre, über die Zeit jetzt entwickelt, die Steinchen getrennt von der Leinwand zu packen. Und zwar in kleine 1 Liter Gefrierbeutel. Die kriegt man überall bei DM, bei Edeka für 2 Euro. Vorteil an der ganzen Geschichte mit den Gefrierbeuteln und den Steinchen ist, ja, das sind DM, das sind welche von DM. Ihr habt hier diese weiße Fläche. Da könnt ihr euch dann draufschreiben, wie ich jetzt zum Beispiel SpongeBob 1, 40 mal 50 Zentimeter. Was hatte ich gesagt? 40 Farben. 40 Farben. Strass. So. Und damit sind alle Informationen, die ihr braucht, auf dem Gefrierbeutel. Und dann kann man das verpacken. Die Leinwand kommt natürlich wieder in, damit nichts passiert, in die Kartons und ins Regal. Aber ansonsten wollen wir mal gucken. 40 Farben, 40 Tütchen. Hui, wir haben Spaß. Aber von der Qualität muss ich sagen, ist das schon brauchbar. Es ist roter Strass. Die 154 ist rot. Strass, richtig genial. 154 ist anwesend. Hier sind drin 7,84 Gramm. Das könnte hinkommen. Ich bin mir nicht sicher. Warten wir es mal ab. So, 318. Auch da. Das ist ein leichter Grünton. Oh mein Gott. Also auch da. Die 321, ein Rot. Man sieht's, es ist ein Rot. Die 318 sind 4,20 Gramm. Hier sind 1,74 Gramm drin. Ihr habt hier die Nummer und hier habt ihr da ganz unten ganz klein die Grammzahl. Das ist sehr spannend. So, dann gucken wir mal weiter. 436. Ja, ist auch da, ein Gelb. Dann haben wir 434. Die sind nicht geordnet, ist das lustig. 434, ein Braunton. Ja, kommt hin, es ist ein Braunton. 2,08 Gramm und so weiter und so weiter. 414. Ein Grauton. Guckt euch das an. Ist das der Knaller? Ich bin schlicht begeistert. 413. Ich kontrolliere jetzt auch nur die Nummern, um zu gucken, dass alles da ist. 413. Ja. Ist auch da. 706. 46, 746 ist auch da.
Ich finde die Farben ja so genial. Und Strass ist ja sowieso nochmal was ganz anderes. Ich hätte schon Lust, nicht an, ich hätte jetzt nicht übel Lust anzufangen, aber das würde den Rahmen sprengen. 738. Ja. Auch da. 500. Oh, das ist ein tolles Blau. Oh. 500. 598. Ich hab's mit den Zahlen nicht so. 3855. 3855. Jawohl, ist auch da. Was ist denn das für ein Symbol? Sieht lustig aus. 445 ist auch da. Jawohl. Guckt euch diese Farbgewaltheit an. Und so geht das weiter. Und wie gesagt, die sind alle einzeln eingepackt. Und ich mache jetzt kurz eine Pause, einen kurzen Break. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Kontrollieren. Und dann sage ich euch, ob die alle da waren oder nicht. Was haltet ihr davon? Wir haben ja noch ein bisschen mehr zu tun heute, ne? Okay, dann bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Okay, hat nicht ganz geklappt, der Trick. Egal. Was ich euch sagen kann, die Steinchen sind vollständig. Das hat jetzt eine gute halbe Stunde gedauert. Ich habe die auch schon in mein Sortiersystem eingepackt. Ihr seht, 1 Liter passt wunderbar. Wir packen jetzt die Leinwand weg. Sonst komme ich durcheinander. Und packen das Toolkit auf Seite. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dann sortiere ich mir das später in meine Aufbewahrung, wie ich es brauche, und dann ist das gut. Und dann gucken wir uns das zweite an. Motiv, ja, das gleiche, aber ich denke, ich weiß es noch nicht. Ich sag mal so, ich bin richtig geflecht, das war jetzt so richtig der Knaller. Auch weil Haikong, wie gesagt, ganz neu im Markt ist. Und dann so eine Qualität abzuliefern, Leute, ganz ehrlich, wow. Gut, die Leinwand Strass. Kommt in den Karton. Der Karton wird zugemacht. Und kommt später ins Regal. Machen wir mit der Leinwand rund weiter. Und dann gucken wir weiter. Das wäre Leinwand rund. Gleicher Karton. Gleicher Karton. Kein Wunder, ist ja nur dieselbe Firma. Dann haben wir hier ein Toolkit. Auch hier wieder ein kleines Schiffchen, eine etwas größere Wachsplatte, ein Dreiersetzer, ein Neunersetzer, ein Stift. Ja, wieder keine Tütchen. Ihr wisst, was das bedeutet. Dann holen wir uns mal diese Leinwand raus. Tada! Da ist das gute Stück. Jetzt habe ich gerade voll den Freak in mir, ne? Also auch hier wieder SpongeBob. Klar, das Motiv ist das gleiche. Die Leinwand hingegen fühlt sich anders an. Also die Größe ist auch die gleiche, es ist 40x50. Ihr seht das gar nicht, ne? 40x50. Die Leinwand ist steifer, die ist nicht mit Stoff bezogen. Die fühlt sich an wie so ein richtiges, so wie wir es kennen, diese Diamond Painting steifen Leinwände. So, dann gucken wir mal weiter. Der Druck ist super klar. Ja, die Spannungsfalten habe ich gezogen. Das müsste aber kein Problem sein, weil klare Folie, also Flüssigkleber, keine Klebefolie. Jetzt nehme ich mir mal meine Wasserflasche zur Hilfe. Oh. Gewusst wie? Wir schieben euch ein Stückchen zurück, wenn das geht. Und dann haben wir hier ebenfalls 40 Farben in Rund. Ich hebe euch kurz an. Der Druck, wie ihr sehen könnt, ist super klar. Jetzt hebe ich mal ein Stück Folie ab. Auch hier glitzert die Leinwand ein wenig, oder? Nein, doch, ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass sie glitzert. Ich weiß es nicht, man sieht nichts. Auch hier ist die Klebekraft mega. Was mich echt überrascht. Wir haben 40 Farben in runden Steinchen. In runden Steinchen. Wir bereiten uns erstmal wieder unseren Gefrierbeutel vor. Wo habe ich es denn? Da. Die Gefrierbeutel sind für mich wichtig. Wie gesagt, mein ganzes Sortiersystem beruht darauf, dass ich das mit in den Gefrierbeuteln mache. Die lassen sich für mich besser einsortieren. Auch immer noch 1 Liter, immer noch von DM.
Immer noch mit Schmetterlingsprint. Ich muss mir bald mal neue holen, weil in so einer Rolle sind, auf so einer Rolle sind echt 100 Stück und so oft verbrauche ich die gar nicht. Gut, setzen wir uns an die Beschriftung. Wir nehmen uns einen Kuli, wir nehmen uns die weiße Fläche. Das ist SpongeBob 2. SpongeBob 2. Das Ganze ist rund. 40 mal 50. 40 mal 50. Und hat 40 Farben. 40 Farben. Und damit wäre der Gefrierbeutel wie eben auch vorbereitet. Und den legen wir auf Seite. So. Dann gucken wir uns die Steine an. Alleine jetzt schon in der Verpackung sieht das bombastisch aus, oder? Alleine das sieht schon richtig genial aus. So, dann wollen wir mal gucken. Qualität. Auf dem ersten Blick die Qualität. Ich habe nicht gesagt, dass ich das direkt unterscheiden kann, aber ja. Okay. Gut. Da fallen die Steine raus. Und das dann in den Originaldingern zu belassen, hätte gar keinen Sinn, weil, wie ihr seht, auf den beiden Tüten steht Y 40 mal 50 cm. Und das wäre unpraktisch. Damit würde ich durcheinander kommen, das geht gar nicht. Also, runde, normale Diamond Painting Steinchen. Wir fangen mit Weiß an. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Ich erkenne keine Nasen, kein Abfall, nichts. Keine kaputten Steinchen, was richtig geil ist. Und ja, hier sind zum Beispiel 15,38 Gramm drin. Und sie glitzern. Alleine jetzt schon glitzern die. Ich würde sagen, ja, die Firma sollte man auf dem Schirm haben, weil, naja, ihr seht's ja, ne? Die Qualität ist bombastisch. Wir haben 40 Farben. Wie kontrolliere ich jetzt auf die schnelle 40 Farben? Ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 10 Tütchen abzählen, auf die Seite legen, weitermachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 sind 20. Ob die Steinchen reichen, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen, wenn ich angefangen habe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Das sind 30. Dann müsste laut meiner Rechnung noch 10 Tütchen hier rumliegen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Was mir bei denen aber positiv auffällt, ist, wir haben jetzt hier 310, 11,75 Gramm. Es sind keine Fremdfarben drin. Das ist mal richtig genial. Normalerweise bei abgepackten Tütchen hat man öfter mal so die eine oder andere Fremdfarbe mit drin. Hier ist das jetzt nicht der Fall. Was richtig geil ist, meiner Meinung nach, 40 Farben sind vollständig. Wir machen jetzt einen kurzen Break zum Einpacken. Und dann sehen wir uns zum letzten SpongeBob. Wen hättest du gewundert? Aber der letzte SpongeBob. Last but not least, ne? Oder wie war das? Also bis gleich. Oh, so, da sind wir wieder. Eingetütet, ihr seht immer noch, es passt wunderbar. 40 Farben passen da locker rein. Jeder Diamond Painter hat so seine Aufbewahrung. Ich habe mir, wie gesagt, überlegt, ich packe mir den Gefrierbeutel, schreibe die Infos drauf, packe die Steinchen rein, klebe die dann mit Tesafilm zusammen. Und dann ist das gut. So, wäre also SpongeBob 2. Jetzt packe ich den noch weg. Und dann packen wir SpongeBob 3 aus. Von Hai Kong. Ich bin echt begeistert. Ich muss das mal sagen. Ich bin wahnsinnig begeistert und vielleicht minimal schockiert über die Fülle.
Weil wenn man mal überlegt, die Leinwände sind alle unterschiedlich. Bis jetzt, also Wahnsinn. Welche Firma macht das schon? Ne, also, wow. Gut. Und der Versand, wie gesagt, super schnell, 7 Tage, alles kein Problem. Ich war richtig begeistert eben. So, das wäre dann das zweite. Okay, steckt drin. Dann, last but not least, SpongeBob Nummer 3. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, aber es ist spannend. Es ist spannend. So, dann haben wir das Toolkit. Einmal ein 9er Aufsetzer. Seht ihr? Ja, doch, so sieht man es. Ein weißes Schiffchen, eine Wachsplatte, eine Plastikplinzette. Ich habe jetzt die guten, also von daher ist das okay. Ein 9er Aufsetzer, ein Dreifachaufsetzer und ein Stift. Und wie immer keine Tütchen. Das können wir direkt mal wegräumen. Und dann, jetzt brauchen wir gar nicht so einen Wirbel machen, oder? Die Leinwand hingegen, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich selber schockiert. Wir hatten eine weiche Leinwand, wir hatten eine harte Leinwand. Die weichere Leinwand ist das Mittelstück. Die hier ist samtig weich. Ohne Witz, meine Lieben, wenn ihr das fühlen könntet, oh, das fühlt sich an wie Diamond Painting Orgasmus, nein, wann wird's? Es ist samtig weich und es ist wunderschön. Und das sind dann jetzt die eckigen. Die Größe ist auch 40x50. Welche Überraschung. Das Motiv wie immer SpongeBob. Aber selbst im eckigen Druck sind die super klar. Wir gucken uns mal spaßhalber hier so eine Ecke an. Wenn das Handy das mitmacht. Da. Der Druck ist super klar, auch mit dem Raster und mega. Wir haben auch wieder 35. Wir haben hier 42 Farben. Das heißt, da sind mehr Farben. Die Leinwand glitzert auch wieder. Das ist richtig genial. Dann gucken wir uns jetzt mal die Klebekraft. Ja, wie gesagt, der Druck ist bombastisch. Bei allen dreien muss ich sagen, ist der Druck bombastisch. Auch Flüssigkleber. Wir gucken uns mal die Klebekraft an. Muss man dazu noch mehr sagen? Das klebt wie Wahnsinn. Das klebt wie Wahnsinn. So. Und mal ganz ehrlich. Auch wenn das drei die gleichen Motive sind, haben wir drei unterschiedliche Steinformen, drei unterschiedliche Leinwände. Dreimal die gleiche Größe. Ja. Und es ist eigentlich ziemlich langweilig, weil es ist immer nur SpongeBob. Was soll ich denn über SpongeBob sagen? Was mich da aber bei dran freut, ist, dass ich drei Kiddies habe. Das heißt, jeder meiner drei kleinen Räuber kriegt eins dieser Bilder. Das heißt, es gibt gar keinen Streit untereinander. Das ist doch mal geil. So, gucken wir uns die Steinchen an. Hier ist dann jetzt mal ein F auf der Verpackung, 40x50, eckige Steine und wenn man sich das mal so anguckt, oh, die Farben, wow! Jetzt muss ich aber mal selber gucken. Wir kontrollieren in aller Ruhe, dann machen wir uns den Geschirrbeutel erst zum Schluss fertig ausnahmsweise. So, wir gucken, einzeln abgepackte Tütchen. Hier zum Beispiel die 304 mit 1,40 Gramm. Und wenn ich euch das mal so zeigen darf, guckt euch mal die Qualität der Steine an. Keine Ecken, keine Nasen. Das ist der Wahnsinn. Das ist ernsthaft der Wahnsinn. Die Farben sind klar getrennt. Keine Fremdfarben drin, nichts. Und das ist doch mal genial. Ja, ich bin mir nicht... So, und bevor wir jetzt weitermachen, sage ich schon mal langsam Tschüss. Mein Speicher hat sich verabschiedet. Ich kann euch also nicht sagen, wie lange wir noch hier sind. Bedeutet in dem Falle, wir haben gesehen, was es zu sehen gibt. Die Farben sind, denke ich, vollständig. Ah, guck mal, habe ich eben so gelobt, von wegen keine Fremdfarbe.
Tada! Tada! Da ist sie, die erste Fremdfarbe in 3 Paketen. Ey, das nenne ich eine gute Quote. 31,18 Gramm. Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Meine Kamera streikt, wie gesagt. Ich lade euch das Video hoch. Wir sehen uns, stören uns dann beim nächsten Mal, wann immer das sein wird. Ich hoffe bald. Und dann würde ich behaupten, frech wie ich bin, ich muss nochmal gucken. Oder hier die 310, Leute. Ganz ehrlich, die 310. Oh! Eine der Farben mit den höchsten Fehlerquoten. Und jetzt mal nichts. Jetzt mal nichts. So, in dem Sinne würde ich sagen, macht euer Ding, habt einfach Spaß, lasst euch nicht provozieren und wir hören und stören uns im nächsten Video. Wann immer das sein wird, wie gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin gerade minimal aus dem Konzept. Entschuldigung. Und hoffentlich dann mit entweder dem Urpainting, also mit der Schmetterlingsuhr. Ich habe sie angefangen. Ich bin auch schon ziemlich gut beieinander. Aber 50x50 in eckig paintet sich nicht mal ebenso. Vor allem, wenn man wenig Zeit hat. Jo, alles klar. Und ansonsten, da war jetzt nur gerade ein Rettungswagen. Und ansonsten würde ich sagen, auf Wiedersehen, tschüss.